Ja, willkommen zu einem neuen Vlog. Mit den beiden hier. Mit dem verrücktesten Trainspotter auf ganz Erden. Ja, und mit dem fettesten Trainspotter. mit dem fettesten vielleicht, wenn du das schon so sagst. Vivian, und deine Worte. Und einer der bekanntesten Trainspotter. Bekanntesten? Ja. Ich würde nicht sagen, dass ich eines der bekanntesten bin. Naja, mit über 7000 Abonnenten auf YouTube ist es nicht gerade wenig. Naja, es gibt Leute, die sind bekannter. Ja, das stimmt. Aber man kennt sich normalerweise. Vielleicht. Es gibt auch ganz viele, die kennen mich nicht. Okay, wenn die dich nicht kennen, ihr abonniert ihn oder das knallt. Das kommen keine YouTube-Videos mehr. Nein, nicht Spaß. Sonst hört man mit YouTube auf. Ja. Wenn ich seinen Eierkopf vor meinen macht. Ihr wisst es nicht, Tamino hatte gestern Geburtstag, ihr könnt ja noch gerne in die Kommentare schreiben. Maxi weiß, wo es hingeht, ich weiß, wo es hingeht. Tamino weiß nur, dass wir hier im ICE sitzen und dass der nach Köln fährt, aber Tamino hat keine Ahnung, wo es hingeht. Ich lasse mich von euch überraschen, was ihr mir für eine Überraschung gemacht habt. Ja. Die Überraschung ist gut. Jeder, der weiß, wo wir hinfahren, hat zu Tamino nur gesagt, dass es die Sonne blendet mich. Das sieht aber besser aus. Ich hol gleich hier nur Dann schaffen wir es aber nicht in unserer Zielstadt. Also, ja, wir sind jetzt ICE 206. Wir fahren in Richtung Nordwesten. Ja. Wir fahren in Richtung der Deutschen Bahn. Ins Ausland oder Deutschland? Ich weiß es nicht mehr. Wir fahren in Richtung Siegburg. Auf jeden Fall, wir sind im ICE, im Fahrt 206, genau, im ICE 206, zur Fahrt in Richtung Köln. Und ja, ihr werdet sehen, wo es heute hingeht. Wir wissen es, ich weiß es nicht. Das ist jetzt schon und, mal gesagt. Ja, so einen kleinen Tipp kann ich geben. Ich war da schon mal und es war mein Geburtstag. Du warst schon überall. Deswegen. Und du weißt es wahrscheinlich nicht, deswegen kann ich sagen, ich war da schon mal. Du hast doch bestimmt einen Vlog gedreht. Ich schau mal auf deinen YouTube. An dem Tag habe ich keinen Vlog gedreht. Och Mann. Ich habe nur auf Insta-Stories hochgeladen. So oh, viel. Ich guck mal deine Story-Timelines durch. Ich erzähle dir dein Handy. Wobei, da steht ja nicht, was für ein Tag, da steht ja nur so viel Wochen. Ja. Ja. Und so wie ich dich kenne, hast du eh wieder vergessen, wann ich Geburtstag habe. Jetzt. Moment, ich weiß es. 11. März, ne? Ja, oh. Ja, ich hab's weiß. Er weiß es. Ja. Er weiß eine Sache, Mann. Es gibt 10 von 10. Ja. Also wir melden uns dann auch zum nächsten Zug, wobei der nächste Zug ausfällt. Wir müssen schauen. Aber hinkommen wir auf jeden Fall. Und ja, dann melden wir uns dort. Ich habe meine Abendpläne schon seit 3 Minuten. Ja. Dann melden wir uns demnächst mal irgendwo. Irgendwann demnächst vielleicht möglicherweise. Oder auch vielleicht morgen. In eventueller Eventualität. Vielleicht morgen in Moskau. Okay, ja gut. Wir melden uns später wieder. Gib ich dir Probleme? Ich steche dich ab. Die Scheiß-Tüttlinge, diese Pimmelberger. Das geht gar nicht. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Sie begehen eine Straftat. Unterlassen Sie das bitte, sonst rufe ich die Polizei. Gut, damit erreichen wir jetzt den Kölner Hauptbahnhof. Ja, mit einer Minute Verspätung, das geht gar nicht. Und wir melden uns dann dort wieder, wenn wir angekommen sind, weil es nicht mehr so weit ist. Ja, aber Tamino hat bis jetzt immer noch keinen Plan. Ja, jetzt hier in der RB48 Richtung Wuppertal. Wohin es geht, verrate ich nicht. Da ist Max hier, ein Tamino. Und ja, hier ist gerade die Einfahrt vom Köln-Messe Deutz. Und wir melden uns dann nochmal das nächste Mal, wenn wir am Zielort angekommen sind. Und ja, Tamino hat immer noch keinen Plan. Gell? Wir fahren nach Omerskirchen. Das ist aber andere Richtung und falscher Zug. Ich weiß. Wir fahren nach Bergisch Gladbach. Ich glaube, Tanino würde uns jetzt auch zutrauen, dass wir einfach nach Wuppertal fahren, um dann mit dem Fernverkehr nach Berlin oder so zu fahren. Ja, ja. Der würde uns, glaube ich, jetzt alles zutrauen, nachdem wir ihn so verirrt haben. Ich würde euch zutrauen, mich umzubringen. Spaß. Ey, der hat ein Messer. Ah, das geht gar nicht. Tanino? Ja? Der Telefonhörer ist um 46 Grad geneigt, oder? Nein, der Telefonhörer ist um 45 Grad geneigt. Und Maxi? Das werde ich dir auch unmittelbar jetzt sofort direkt beweisen. Nee, okay, das war ein dummer Fahrgast.
jetzt sind wir hier angekommen. Am Bender in Opladen. Der Milan Maxi ist hier beschäftigt mit seinem mobilen Endgerät. Ja. Doch. Sagst du, kann ich nur zu unserem Geschenk hierher? Ja. Ja. Ich habe mir irgendwie sowas traumhaft Schönes vorgestellt. Keine Ahnung. Jetzt ist es irgendwie was traumhaft Trauriges. ja. Aber ja, sehr interessant hier das mal gesehen zu haben. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das letzte Mal, als ich hier war, standen dort vorne. Also standen da 243 habe ich damals erlebt, wie er einmal zerlegt wurde. Das war. Mhm. Man hat es richtig gehört, wie der in die Glasscheibe reingehauen hat vorne. Ja. Das war. Sad. Ja. Ja, wenn ich da jetzt nicht zugehe, steht der 311er, eineinhalb davon schon zerstört. Gehen wir wieder und dann würden wir noch Köln fahren, mal schauen, was wir dann machen. Oder okay. Ob wir irgendwas anderes machen, wir werden es hier dann sehen. Okay. Ja. Wir fahren jetzt, also wir warten jetzt erstmal und dann geht es irgendwann wieder zurück nach Köln. Jo. Wenn wir Lust haben. Jo. Jo. Wir sind jetzt, also Max und ich sind jetzt hier gerade an Kölnmesse Deutz, weil wir haben uns aufgeteilt, da wir uns nicht einig waren, was wir machen wollen. Also jeder geht seinen eigenen Wege. Tonino ist jetzt schon mittlerweile, denke ich mal, am Flughafen in Köln, also am Kölnbonner Flughafen. Und na, ich nehme jetzt gleich den ICE 10 nach Dortmund. Maxi geht in die DB-Loge am Köln Hauptbahnhof. Und ja, ich fahre dann mit Triebzug 304 nach Dortmund. Ich melde mich wieder aus Dortmund oder irgendwo anders, der ich besser. Angekommen jetzt am Bahnhof hier in Dortmund Hauptbahnhof und ja, die Fahrt war sehr angenehm, Zug war sehr sehr leer, hier steht da Münchner Triebzug noch und ja, ich fahre jetzt auf die ICE 640 zur Fahrt nach Düsseldorf, dort steige ich dann um auf den ICE 927 und ja, vielleicht sehe ich den Zug später nochmal, da unser 2311 Verspätung hat, aber eher unwahrscheinlich, aber würde rein durch funktionieren. Ich fahre jetzt auf den E640 zur Fahrt nach Düsseldorf Hauptbahnhof. Ja. So, jetzt hier in Düsseldorf Hauptbahnhof. Ja, ich warte jetzt auf den ICE 927 nach Köln. In Köln gehe ich noch in die DB-Loge, da wartet Maxi schon auf mich, also der ist immer noch. Und ja, Zug hat schon ausgehört, da hinten ist das Teil schon weiß. Also diese drei Striche, ja, ich stehe jetzt auf, mein Zug kommt gleich. Oh. Ich melde mich dann, denke ich, später nochmal aus dem ICE 2311, mit dem geht es dann später nach Hause. Ja, und das wird mein Zug. Information Nein. zu ICE also, 927. Ja, mein Zug, aber... Ja, ich melde mich dann später wieder. Ciao. Bis später, ja. Karlsruhe Main Station, Mainz Hauptbahnhof. Departure 16:53.